Hallo, ihr Helden von der Trading Front. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Christian Schlegel. In diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Es ist Freitagabend. Wir haben rund 18 Uhr, als ich diesen Film jetzt hier anfange. Und dann mal gucken, wann er auf YouTube drin steht. Zuallererst eine Geschichte. Und zwar am nächsten Mittwoch gibt es von mir wieder in Zusammenarbeit mit der Börse Frankfurt dieses vom Chart zum Trade Wunschkonzert. Das findet ihr, indem ihr eingebt börse-frankfurt.de. Dann /Webinare. Da könnt ihr euch dann hier anmelden. Bis Montagabend könnt ihr da gerne noch Werte hinschicken und ich schaue mal, welche Werte am meisten gewünscht wurden. Bisher ist es klar, der DAX, aber da ist auch eine Daimler dabei, eine Bayer. Und dann werde ich die dann analysieren. Das werden so zwischen 8 und 10 Werte werden. Ist am Mittwochabend um 18 Uhr und hier ist der Link. Und dann gehen wir wieder zurück zum DAX. Hier ist er. Heiße Woche, gar keine Frage. Ich muss jetzt zu diesem Chart hier Folgendes sagen. Dieser Punkt hier, das ist der 3.10., das ist die Deutsche Bank-Indikation, den gibt es nicht. Also zumindest nicht auf Xetra. Und das hier, was aussieht wie ein Shooting Star, und zwar ein ziemlich böser, weil außerhalb des Bandes wieder rein und drin geschlossen, richtig böse, ist in Wirklichkeit noch was viel Schlimmeres. Das ist nämlich hier ein sogenannter Gravestone Doji. Das ist sehr selten, sehr, sehr selten und es ist definitiv kein gutes Zeichen, hat aber einen ganz großen Vorteil, es liefert und da kommen wir gleich zu, den Stop mit. Den bekommen Sie sofort mitgeliefert, wie bei einem Hammer, wie bei sowas hier. Ich gehe mal wieder zurück. Ich kann nämlich in diesem Chart nicht weiterarbeiten, da fehlt nämlich der heutige Tag, das geht über die Übernachtverarbeitung. So, jetzt sind wir wieder bei dem Chart, den Freund hier müssen wir uns rausdenken und der ist dramatischer. Wir haben heute, naja, 100 Punkte Bewegung gehabt. Das ist die durchschnittliche Volatilität des Index. 100, 120 Punkte. Entspricht einer Volatilität von 16 implizit. Aber also heute war relativ regungslos. Auffallend fand ich, dass der Schlusskurs auch wieder 30 Punkte unter dem vorangegangenen Kurs um 17:30 Uhr war. Und dann auf einmal ging es wieder runter. Aber klar, heute war auch kleiner Verfalltermin. Kann einen Grund haben. Dann möchte ich Ihnen, bevor ich in den Chart reingehe, noch Folgendes sagen. Ich mache ja viel mit diesem Trader Wingman. Ich habe mir den selbst programmiert. Und wenn Sie mal hier drauf schauen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das größer kriege. Muss ich mal schauen. So vielleicht, ja. Ein Verkaufssignal nach dem anderen. Ob das jetzt bei Amazon ist, Microsoft, oftmals über die Stochastik. Also, das ist heute das meist gezeigte Signal: Stochastik Short, Querbeet. Über alle Bereiche, in fast alle Aktien. Das ist auffallend. Ja. Das muss aber auch so sein, muss ich gleich dazu sagen, weil das ist genau das gleiche wie beim DAX. Der ist extrem hochgeschossen, sieht man ja hier. Und das ist nach meinem Dafürhalten, ist das immer noch kein hundertprozentiges Verkaufssignal, weil er muss unter die 80 und da ist er noch nicht. Er ist jetzt bei der 89. Und damit sind wir mitten im Chart. Die Bänder gehen auf. Dann haben wir hier diesen. Aus dieser Sicht Shooting Star, aus der Xetra-Sicht den Gravestone Doji. Eine kleine Bewegung heute hier nebendran. Die gleitenden Durchschnitte haben gebrochen nach oben. Wir haben dieses Niveau von 12.500, die haben wir dann fulminant überboten. Das war auch gut so. Und das ist jetzt natürlich eine ganz wichtige Unterstützung, genauso wie es hier die 11.850 war. Ist genau das Gleiche. Haben wir auch nochmal drauf aufgesetzt. Wie gesagt, die Bänder geben noch in beide Richtungen auf. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt noch nicht ganz fertig hat. Erst wenn das untere, der Bewegung entgegengesetzte, die Richtung ändert, dann kann man sagen, okay, die Bewegung verliert an Momentum, an Impuls. Das MACD macht heute ein, das muss es aber auch, ein kleines Verkaufssignal. Das wird erst bestätigt, wenn am Montag die Kurse entweder auf gleichem oder tieferem Niveau sind. Sie können sich für Montag darauf einstellen, dass da Volatilität kommen wird, weil da sprechen die in England. Jetzt möchte ich Ihnen eins hier mal zeigen. Ich gehe mal mit Ihnen auf den Stundenchart. Das ist der Stundenchart jetzt hier. Eine Kerze, eine Stunde. Und Sie sehen hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal hat die 12.600 Toleranzbereich von 5 bis 7 Punkten gehalten. Da dürfen wir nicht runter. Also ein Kurs von 12.580 würde uns sofort wieder runterbringen. Jetzt schalte ich zurück auf den Tag. Auf den Bereich von 12.500. Also das ist eine recht wackelige Geschichte hier. Während ich jetzt hier spreche, ist der Dow Jones bei 26.904. Die haben auch ihre Probleme. Das heißt, das ist keine Zuver oder kein zuverlässiger Ausbruch, den wir haben. Ist es definitiv nicht.
Ich möchte nicht von einem Fake Breakout sprechen, das haben wir noch nicht, oder False Breakout, das haben wir noch nicht. Aber die 12.500 sind eine definitiv sehr, sehr wichtige Unterstützung. Und damit kommen wir mal in die Scheine rein. Habe ich hier ausgesucht. Ich bin vor dem Hintergrund von hier, dem MACD, möchte ich gerne Montagmittag mal abwarten, vor dem sich drehenden, aber noch nicht mit einem Verkaufssignal versehenen Stochastik, bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich muss davon ausgehen, dass die 12.500 noch einmal angeschnüffelt wird. Im Moment, während ich hier spreche, sind wir bei 12.628. Wie gesagt, ich rechne mit einem recht hektischen Montag. Dann mal schauen, was passiert. Deswegen muss ich die Scheine zumindest auf der Call-Seite ein bisschen tiefer machen. Und zwar muss ich nicht nur unter die 20-Tage-Linie, die im Moment bei 12.309 ist, sondern ich möchte gern auch noch unter dieses Gap, das ist ziemlich genau bei 12.200. Da habe ich dann den hier ausgesucht. Das ist ein Call von Goldman, ein Open-End-Schein, der also jeden Tag seine Range nach oben, nicht die Range, die Basis nach oben ändert. Im Moment 12.180,75. Das ist ein 28er Hebel. Der liegt also, wie gesagt, hier noch unten drunter. Weil die 20-Tage-Linie sollte schon mal ein bisschen bremsen und da muss man überlegen, was man hier macht. Der ist dafür gedacht, dass die 20-Tage-Linie hält, weil oftmals ist es so, dass der Wert, in diesem Fall der DAX, hoch an das Band geht und dann nur auf die 20-Tage-Linie reagiert, muss man sehr, sehr genau aufpassen. Das ist die Kennnummer GB3Z0Q. G Gustav Bertha 3Z0Q. 12.181er Basis. Beim Put kann ich es mir einfacher machen. Denn wie gesagt, sei es jetzt ein Shooting Star, sei es ein Gravestone Doji, der Stop wird mitgegeben. Und der Stop liegt hier bei 12.816. Jetzt wäre es mir zu heiß, 12.816 auch als Basis zu nehmen. Das will ich nicht. Deswegen, ich habe mich für den hier entschieden. Das sind 12.870er. Da sind wir hier oben. Denn den muss ich stoppen, wenn wir ein neues All-Time, ein neues Jahreshoch machen, also über 12.816 mit einer kleinen Karenz, würde ich mal sagen, 12.840 muss ich den stoppen und somit retten Sie das Aufgeld. Also 12.840 wäre für mich der Stopppunkt. Im Moment hat dieser Schein einen Hebel von 53, das wird sich natürlich dementsprechend ändern. Aber die Kennnummer ist in diesem Fall die GD8K3V. Gustav Dora 8 Karl 3V. Wie gesagt, ein 12.870er. Höher muss ich nicht gehen. Ja, wenn wir ein neues Jahreshoch machen, muss ich davon ausgehen, dass es das auch schnell nochmal 100 Punkte steigt. Ich bin sehr daran interessiert, wie sich das am Montag hier entwickeln wird. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.